Also in der Früh um 6 Uhr geht's los. Dann machen wir erst ein bisschen einen Rundgang, wie es ja noch alle geht und ob es passt. Und dann schaue ich mal zu der Theresa und zu meinem Mann rüber und schaue, ob die da schon mal Kälbemilch haben. Die Kälber kriegen Muttermilch am Anfang, das ist ganz wichtig. Die stärken die Abwehr von unseren Kälbern, das ist das Allerwichtigste. Also in den ersten 6 Stunden müssen die unbedingt gefüttert werden mit der Bistmilch. Weil die haben da Immunglobuli drinnen und Vitamine und Mineralstoffe, alles, was Kälbe braucht. Also das ist wirklich da mitten in der Nacht füttert man die noch. Das freut uns auch nicht immer. Aber im Hinterkopf ist natürlich, das ist gut fürs Kälbe. Und ich habe es ja dann, und wenn es gesund sind, das freut mich am meisten. Dann habe ich auch nicht so viel Arbeit, dann geht es ruckzuck. Ich bin die Theresa Helminger und ich komme von Egelsee, also da von unserem Hof quasi. Da bin ich aufgewachsen. In meiner Erstlehre so das Technische ausleben können, aber die Tiere sind mir halt auch recht am Herzen gelegen und das habe ich einfach ein bisschen vermisst. Und in der Landwirtschaft ist das halt einfach da. Die Funktion von einem Melkroboter, als erstes kommt die Kuh rein, dann wird es eben erkannt, also die hat so ein Halsbandel drauf und dann weiß der Roboter, welcher Kuh das ist und dann fährt er unter die Kuh rein und schaut sich das Alter an. Und dann wird jede einzelne Zitze angesetzt. Und dann fängt die Reinigung an, also die Zitzenbecher, dann quasi, damit das Alter sauber ist, wo die Milch dann rauskommt. Und es wird weggemolken. Und dann wird die Milch in den Tank rüber gepumpt. Und die Kuh melkt so durchschnittlich um die 7 Minuten. Und dann wird die Kuh wieder entlassen und dann macht das Ausgangstor wieder auf und die Kuh kann selbstständig wieder rausgehen. Unsere Milch, wenn die quasi vom Roboter abgepumpt wird, wird sie in den Tank rein und vom Tank aus wird sie dann vom Bergader abgeholt, also das ist die Molkerei, wo wir hinliefern. Und da wird dann Käse draus gemacht. Unter klassischer Landwirtschaft versteht man, dass das einfach so ein Wirtschaftskreislauf ist. Und mir ist halt da wichtig, dass die Tiere halt möglichst gut versorgt werden, damit so viel gedüngt wird, damit die Pflanze optimal wachsen kann und optimal für meine Tiere quasi zur Verfügung steht. Damit einfach das ganze Leben so ein Kreislauf ist, wo genauso viel genommen wird, wie gegeben wird. Gut, für uns gibt es immer so ein Leitmotto, das ist einfach die Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn wir irgendwas einsetzen, muss verantwortbar sein, dass wir nichts kaputt machen, dass in dem Produkt, was wir verkaufen, nichts drin bleibt oder was. Also wenn wir irgendwo ein Pflanzenschutzmittel einsetzen, wird das genau abgewägt. Also so ein Kernwort ist Abwägung. Was kann ich tolerieren und wann wird es problematisch? Wann wird der Pilzdruck im Getreide so stark, dass man dagegen reagieren muss. Aber solange es mechanische Maßnahmen gibt, wie bei Unkrautbekämpfung, wie Pflug oder Kreislauen, setzt man das natürlich alles ein. Also es ist so eine Abwägung. Also wir haben jetzt kein Biobetrieb in dem Sinn, aber das übliche konventionell gibt es in der Region eigentlich so nicht mehr. Boden ist das, was uns in der Landwirtschaft ausmacht. Also aus meiner Sicht das, was uns von den anderen Planeten unterscheidet. Und die Pflanze, die dann rauswächst, die nimmt ja 70% von seiner Masse CO2 auf und schafft eigentlich das Klima. Mit jeder Fläche, die wir irgendwie verlieren, verlieren wir auch das. Und in der Kulturlandschaft haben halt wir Bauern da in der Verantwortung. Da wir da vorsichtig umgehen, da wir den Boden schützen. Der halbe Meter, der entscheidet, ob wir leben können oder nicht. Weil daraus leben unsere Tiere oder unsere Lebensmittel. Und das ist unsere Philosophie. Und darum, das sehen wir als Nachhaltigkeit, immer das zu erhalten und auch nicht zum Vergiften oder kaputt machen. Bei uns kaufen die Molkereien ein. Unsere Molkerei legt ganz viel Wert auf Tierschutz, dass die Tiere wohlfühlen, dass das alles passt, dass man kein Glyphosat verwendet. Also so Sachen sind da sehr wichtig, dass man Pflanzenschutzmittel, die nicht mehr akzeptiert werden von der Gesellschaft, dass man die auch nicht einsetzt. Bei der Landwirtschaft gehört für mich einfach so die Tiere dazu und aber auch die Technik, was dazu nötig ist, vom Bullock über eben bei uns jetzt beim Roboter
oder halt auch draußen rumfahren mit dem Hoflader, das Befüllen, das Ganze gehört für mich alles dazu. Auch die Pflanze auf dem Feld, das wo die Kuh dann frisst, was für ihr Futter da ist oder auch eben das Gras, das was wir abmahen. Ja, die kleine Kaiball, das Aufwachsen ist für mich auch Landwirtschaft so zum Sehen von dem ganz Kleinen, wie es dann zur Kuh wird und Molcher wird und genau, dann selber wieder ein Kaiball kriegt. Und auch eben die Futtermittel, wenn dann der Weizen von der Kuh gefressen wird oder das Gras oder der Mais, unser Holz, wie wir das dann eben umschneiden und daraus ein Haus machen oder einen Stall, man mit der Natur lebt in der Landwirtschaft einfach. Ja, das Ganze drumherum, der ganze Hof ist eigentlich so eine lebendige Landwirtschaft, würde ich jetzt mal sagen. Und so ein Kreislauf, was aus der Natur entsteht und daraus dann Produkte eben auch werden, was dann der Mensch zum Leben braucht eigentlich.